Hi, wir sind Jims Freunde Becca und Jenny. Und wir möchten dich gern herzlich zum ersten Crossover-Gottesdienst mit Apostel Ralf einladen. Dieser findet am 28.06. um 14 Uhr in Weimar statt. Oder eher aus Weimar. Wir erklären dir jetzt kurz, wie das Ganze aussehen soll. Apostel Ralf wird einen Gottesdienst in Weimar halten, der auf dem YouTube-Kanal Jung und Begeistert gestreamt wird. Ihr denkt jetzt vielleicht, ja, Gottesdienste auf YouTube, das ist ja jetzt nichts spektakulär Neues. Aber es geht noch weiter. Der Stream wird in sogenannten Satellitengemeinden laufen. Das sind Kirchen, in denen sich Jugendliche treffen können und den Gottesdienst sowie auch das Abendmahl gemeinsam erleben können. Aus einer solchen Satellitengemeinde kommt auch der zweite Predigtbeitrag im Gottesdienst. Aber welche das wird, das verrate ich jetzt noch nicht. Der Gottesdienst soll für uns Jugendliche einen Neustart darstellen. Deshalb soll es die Möglichkeit geben, dass wir Gemeinschaft, aber auch gemeinsames Abendmahl feiern können. Natürlich könnt ihr das auch schon morgens in der Gemeinde bei euch zu Hause. Aber wir Jugendlichen haben uns auch lange nicht mehr gesehen und vermissen uns. Und Jenny, weißt du eigentlich schon, wie das im Detail ablaufen soll? Tatsächlich steht schon einiges fest. Der Stream geht an diesem Tag um 13.30 Uhr los, da ein Vorprogramm geplant ist. Der Gottesdienst wird wie gesagt von Apostel Ralf durchgeführt. Und im Gottesdienst gibt es, wie das auch schon in den bisherigen Online-Gottesdiensten war, Einspieler, weil Live-Gesang ist ja momentan ein bisschen schwierig. In den Satellitengemeinden kann nach dem Gottesdienst gern noch Fellowship stattfinden. Natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln. Hast du noch Fragen, Becca? Ich nicht, aber falls du noch Fragen hast, zum Beispiel wo in deiner Nähe die nächste Satellitengemeinde ist, dann frag doch deinen Bezirksjugendleiter, er weiß Bescheid. Und bevor wir es vergessen, bitte schick uns doch einen 5-sekündigen Videogruß an cross-over@outlook.de. Dieser wird dann mit vielen anderen im Gottesdienst gezeigt. Egal ob vor Ort oder im Livestream, wir freuen uns auf den Nachmittag mit dir. Bis dann!